Ja, schönen guten Abend zur fünften Kollektion. Heute war ein schöner Tag. Ich bin trotzdem nicht rausgegangen, weil ich die Sonne und die Natur und die scheiß Käfer nicht mag. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde dich echt nett. Und das nicht nur, weil du Titten hast, sondern weil du echt nett bist und sympathisch, verstehst du? Ich finde das komisch, wenn Leute zu mir kommen und meinen, ey, du bist gut, und ich meine, ey, du bist scheiße. Verpiss dich, du Wichser! Ich hasse meine Freunde und ich bin cooler als sie. Ich bin ein Lebemann, interessiere mich für Politik. Arsch, Wichser, fettes Schwein, ich war's. Ich habe Rudolf Mooshammer umgebracht und jetzt bin ich der schönste Mann der Welt zusammen mit Stefan Effenberg. Ja, ich bin faul und gehe selten aufs Klo, aber spiele online Sudoku auf höchstem Niveau, du Penner. Du Penner! Gieß meinen Apfelbaum und pflück die Äpfel und sammel sie in deinem Korb, sonst werden wir für immer Feinde sein. Wir sehen mit den Beinen. Na wieso, Chicho, sag ich, wieso mit den Beinen? Na schau, geh doch. Ändert sich alles. Sie müssen jetzt ganz leise sein, Herr Täubling. Ganz, ganz leise. Hören Sie es? Da. Und schon wieder. Ist das nicht wunderschön? Scheiße, eure Ästhetik ist wie Wurmfraß, nur schlimmer, meine Ästhetik ist Jörg, heil das Leiche als Seif in mein Badezimmer. Wasch mir den Rücken mit dir, Jörg, und lies sie aus der Bibel vor. Wenn man die Bibel vorwärts liest, kann man satanische Botschaften hören. Ich kenne euch nicht, aber ich scheiß trotzdem auf euch präventiv. Die Sonne scheint immer noch und bereitet mir Schädelweh. Du Ficker, gib mir all dein Geld, dafür gebe ich dir die Überraschungseierfiguren, die ich doppelt hab. Ich hatte einen Traum, Xavier Naidu an einem Kreuz. Ich habe mir einen Strap-on gekauft bei fetisch-abenteuer.org.vu.hurensohn. Den schnall ich mir ums Gesicht und nenne mich Professor Ficknase. An der Universität bin ich ein angesehener Mann, du Penner. Du Penner, gieß mein Birnbaum, pflück die Birnen, sammel sie in deinem Korb, dann werden wir für immer Freunde sein. Das ist ein dummes Gefühl, sichtbar zu sein. Ein sehr dummes Gefühl. Ach, das Sichtbarsein so müde macht. Herr Täubling. Ja? Herr Täubling. Was? Sie können doch jetzt nicht einfach gehen. Wieso? Herr Täubling, wir sind noch nicht fertig miteinander. Ach so. Haben Sie sich heute schon gewaschen, Herr Täubling? Sie riechen etwas streng. Ja? Sehen Sie, ich möchte doch nur das Beste für Sie. Das Allerbeste. Hör gut zu, wenn der Täubling spricht, wenn der Kauzling spricht, wenn der Fuchsling spricht. Hör zu, wenn der Kätzling spricht, wenn der Igeling spricht, hör zu. Hör gut zu, wenn der Täubling spricht, wenn der Kauzling spricht, wenn der Fuchsling spricht. Hör zu, wenn der Kätzling spricht, wenn der Igeling spricht, hör zu.